12 Minuten. Ja, ich habe aber, also einmal, jetzt haben wir, glaube ich, den. Ich hatte das am Mittwoch oder Donnerstag Fastenbrechen gemacht. Ich weiß nicht, dann hat das einen Tag vorgezogen. Jetzt haben wir Sonntag. Dann müsste jetzt der vierte Tag sein. Und heute war halt, beziehungsweise gestern Abend bis heute rein, war halt eine dicke Feier hier. Und ich muss sagen, es hat mich, also mit 60, 70 Leuten, ich muss sagen, es hat mich schon ein bisschen gestresst jetzt, weil ich auch noch nicht total wieder auf dem Damm bin oder sowas. Ja, diese sozialen Sachen, die haben mich schon immer so ein bisschen gestresst. Außer halt mit Freunden oder so, da geht das. Aber halt mit total fremden Leuten. Also überwiegend fremd was oder halt auch teilweise die eigenen Großeltern oder was weiß ich. Weil, wenn man einfach so krass unterschiedlich ist, aber das wäre ein anderes Thema. Jedenfalls habe ich halt da schon gemerkt, dass ich dann wieder zum übermäßigen Essen gekommen bin, durch den Stress einfach. Also ich hatte, so bisher konnte ich den ganzen Stress hier und so weiter sehr gut puffern, mit dem Geist, dass ich halt trotzdem nicht deswegen mehr gegessen habe. Aber ich, so sau viele Leute und ständig klingelt's und überall geredet und alle wollen einen auch, oder viele wollen halt einen halt auch sehen und mit einem reden und dann so viele Eindrücke. Also man ist halt jetzt in so kurzer Zeit so krass sensibel geworden. Man kommt halt mit so krass vielen Eindrücken auf einmal alles nicht klar. Es hat wirklich sehr viel Stress verursacht. Um das ein bisschen zu puffern, habe ich dann jetzt doch mehr gegessen. Ich habe rohe, salzlose, frische Oliven gegessen. Also Fett, und Fett ist halt eigentlich Junk und ist auch leicht schleimbildend und das verschleimt eigentlich den ganzen Darm. Und ja, da kommt auch nicht mehr so viel durch insgesamt. Und ich habe aber trotzdem später dann auch noch eingeweichte Trockenfrüchte gegessen und wahrscheinlich sind die auch schneller im Verdauen als die Oliven und kommen dann irgendwann nicht vorbei und dann gärt der Zucker und wird zum Alkohol und zu anderen Giftstoffen und da warte ich im Prinzip schon drauf, bis dann dieser richtige Vergiftungskick jetzt einsetzt. Also das war überhaupt nicht gut. Also bei mir läuft es auch nicht immer optimal. Ich bin ja noch so ganz am Anfang, um damit klarzukommen. Also ich habe jetzt ja nicht nur einen ganz anderen Körper, ich habe auch einen ganz anderen Geist und die Umgebung, die versteht halt auch nicht, dass ich jetzt so komplett anders bin. Die versteht das einfach nicht und die kommt damit auch nicht klar und dann muss ich wieder mit klarkommen. Ja, weil die Leute einem dann halt irgendwas einreden wollen oder halt, also die eine Reaktion ist, dass die glauben, dass man irgendwie krank ist, weil man jetzt so anders ist und auch so positiv ist. Und die anderen Arten von Menschen, die, besonders die Freunde, die sind, ja, oder andere sind einfach irgendwie geflasht und schockiert davon so ein bisschen oder so ein bisschen ängstlich, auch was da jetzt los ist. Und andere wiederum fühlen sich selber jetzt, man nimmt so negative Energien wahr, aber nicht gegenüber einem selbst, sondern sie gegenüber sich selber irgendwie, weil die irgendwie sehen, dass da irgendwie was ist. Ich kann es nicht genau erklären. Und ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist alles total anders. Und da bin ich jetzt doch mal zum Essen gekommen. Und was ich auch noch gemacht hatte, also nach den Oliven hatte ich leicht angedörrtes Kokosfleisch gegessen, also junges Kokosfleisch. Das war ja von jungen Kokosnüssen, die haben circa 100 Gramm, 10 Gramm Fett und das waren dann so, da müssen auch so 100 Gramm gewesen sein, ungefähr von zwei oder drei jungen Kokosnüssen. Also ich habe im Internet gelesen, ein junge Kokosnuss hat angeblich nur 33 Gramm davon. Aber diese Kokosnüsse, die hatten ein deutlich dickeres Fleisch, also ungefähr, wie kann man das sehen? Ja, also ungefähr so dick. Und normalerweise bei, also die von Dr. Görg, die hatten so dickes Fleisch und normalerweise haben die Trinkkokosnüsse ungefähr so dünnes Fleisch, also es war schon doppelt. Also es kann sein, dass das jetzt deswegen 100, nee, ich habe das doch gewogen, oder?
Kurz überlegen. Ja, doch, das waren 200 Gramm. Ich hatte es gewogen. Das waren 200 Gramm. Das heißt ungefähr 20 Gramm Fett dadurch. Und durch die Oliven weiß ich nicht. Finde ich jetzt aber auch gar nicht schlimm, aber optimal ist es halt nicht. Besonders halt so ein paar Tage erst nach so einem Fasten, wo man ziemlich weit runter an die Grenze gegangen ist, auch mit ziemlich wenig Flüssigkeit gefastet hat. Und ja, dann halt am vierten Tag schon halt eine etwas größere Fettmenge, die den Körper halt eigentlich nur belastet und verlangsamt, ist alles andere als gut, aber ist mir trotzdem egal und ich werde trotzdem die Ziele erreichen und so weiter. Aber ich wollte halt nur damit sagen, dass das bei mir auch nicht alles immer perfekt läuft. Und ich muss sagen, es hat wirklich richtig genial geschmeckt. Also es hat, puh, also ich habe es mit Flohsamenschalen vermischt, damit es halt eine feste Masse war. Das hat mich vom Geruch her schon überhaupt nicht angesprochen. Also dieses junge, frische Kokosnussfleisch, was halt auch sehr, 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 sehr wasserreich ist. Ungefähr halt wie normale frische Früchte vom Wasseranteil. Das spricht mich eigentlich ziemlich an, muss ich sagen. Und das Fett ist da halt nicht nur sehr gering gehalten von den Fettfrüchten, sondern diese Art des Fettes wird auch schnell in Zucker umgewandelt vom Körper, ohne dass es halt groß belastet. Und ich, bis jetzt habe ich, als ich das ein paar Mal gegessen habe, also richtig frisch daraus, so 100 Gramm bis 150 Gramm, habe ich auch nie irgendwie eine Belastung gespürt im Körper und konnte auch meinen Sport machen. Im Gegensatz dazu, wenn ich auch nur eine halbe Avocado esse. Und bei den Oliven weiß ich jetzt nicht. Also bei den Oliven habe ich mich jetzt ein paar Stunden danach ziemlich gut gefühlt, aber weil die halt stimuliert haben. Und ich meine, die hätten teilweise Stärke enthalten, die. Ich habe mich da danach auch ein bisschen neu verschleimt gefühlt. Also ich denke mal, die Oliven, die haben Stärke, die werde ich auch überhaupt nicht mehr essen. Die haben mich jetzt auch, haben mir auch nicht so gut geschmeckt, hab dann den Rest davon verschenkt an einen Freund. Und die haben wirklich stimuliert und hat man wirklich gemerkt, dass man jetzt so plötzlich so Stimulationsenergie hat. Das fühlt sich aber alles nicht mehr gut an. Das fühlt sich halt erstmal halt wie eine Droge an. Man wird halt erstmal stimuliert und fühlt sich dann in dem Moment gut. Aber man weiß halt genau, auf welche Kosten das langfristig gesehen funktioniert. Und ich persönlich möchte das für mich halt nicht mehr. Beziehungsweise es fühlt sich für mich halt auch gar nicht mehr gut an. Aber bei jungen Kokosfleisch geht das und also werde ich auch versuchen wegzulassen. Also es ist auch eine Droge letztendlich und das Fett ist halt nicht zuträglich. Es hat halt keinen Reinigungseffekt. Es hat halt höchstens so einen Sättigungseffekt, um sich halt zu erden und abzupuffern. Dafür kann ich das sogar empfehlen, aber ich möchte halt trotzdem gerne zumindest mal eine Zeit lang weg von diesem ganzen Puffernen, Kompensieren, sich erden und so weiter. Sondern wirklich so nach Plan halt gehen und versuchen, das alles in erster Linie ja mit dem Kopf, mit den Dingen wirklich klar zu kommen, anstatt irgendwelche Kompensationen durch Essen immer ja zu, jetzt sieht man es mit den Armen, zu machen. Aber ich denke mal, dass ich das noch ein paar Mal essen werde jetzt, weil das hat wirklich krass gut geschmeckt und es so ein bisschen angedörrt ist, weil was heißt ein bisschen, das waren schon einige Stunden und es erzeugt auch wieder Durst. Aber da bin ich jetzt wirklich leider süchtig geworden, so ein bisschen, weil das schmeckt halt ähnlich wie Pizzateig irgendwie, nur deutlich, 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 deutlich besser. Man kann damit dann auch so Falafel machen oder Döner, das werde ich alles nicht machen. Ich werde das höchstens kombinieren mit ein paar Tomaten oder halt so eine Tomatensauce, die nur aus pürierten, richtig aromatischen Tomaten besteht. Dann brauche ich dafür auch keine getrockneten Tomaten. Die braucht man nur, weil unsere heutigen Tomaten so wenig Aroma haben, dass die halt nicht so viel Geschmack haben. Also ich werde dann vielleicht halt irgendwelche alten Tomatensorten pürieren und da drauf streichen. Ich weiß, ich glaube, also zumindest einmal werde ich das noch machen. Ich hoffe, dass ich nach diesem einen Mal, wenn ich mich damit, ja, wenn ich dann die Auswirkungen davon merke, dass ich dann das hinter mir haben werde. Also, was ich jetzt schon geschafft habe, auch durchs Fasten, ist, dass ich von Avocados losgekommen bin. Ich bin von Süßfrüchten wie Bananen losgekommen.
Und ja, gestern hatte ich noch ein paar Datteln, die ich übrig hatte, gegessen. Aber im Prinzip haben die mir auch überhaupt nicht geschmeckt, auch eingeweicht nicht und übersäuern und viel zu viel Zucker. Also für mich persönlich jetzt, es kann für den einen oder anderen sinnvoll sein, auch um sich zu stimulieren durch den ganzen Zucker. Also ich habe auch ordentlich gemerkt dadurch, wie ich ja, mich leistungsfähiger gefühlt habe, einfach weil man halt stimuliert wird dadurch und Bewegung dadurch stimuliert wird. Aber im Prinzip will ich das aus mir selber heraus schaffen, ohne diesen Zucker. Und das funktioniert nämlich auch, habe ich gemerkt. Und da fühle ich mich halt deutlich mehr in meinen eigenen Energien und nicht so gedrängelt, sage ich mal. Aber ich denke mal, diese Zuckerstimulation werde ich mir noch einige Male trotzdem, ja, werde ich das trotzdem machen, mit Orangensaft zum Beispiel. So ein Liter oder 2 Liter Orangensaft. Ab und zu zumindest, ja, weiß ich nicht, um damit halt, um es einfach noch weiter auszuprobieren und so weiter. Keine Ahnung. Ist auch egal. Ja, von den Trockenfrüchten bin ich dann, beziehungsweise eingeweichten Trockenfrüchte, man kann auch sagen, Süßfrüchte allgemein und Datteln davon ist halt die süßeste. Bin ich los von den Avocados, wo ich jetzt halt auch gelesen habe, dass die schleimbildend sind und dass sie halt wirklich totaler Junk sind für den Körper. Und halt alles verlangsamt. Und das stimmt eigentlich wirklich. Und ich glaube, dass etliche Fortschritte, die ich eigentlich erwartet hatte, also dass sie schneller kommen, dass die halt durch den Avocado-Konsum extrem, ja, also nicht verlangsamt wurden, sondern also aufgehalten wurden davon. Ich habe halt auch gemerkt, also irgendwann kam ich halt als Frutarier mit 4 Stunden Schlaf am Tag klar. Beziehungsweise, was heißt mit klarkommen? Ich bin nach 4 Stunden wieder fit aufgewacht, einfach jeden Tag. Und als ich dann mit Avocados wieder angefangen hatte, ich dachte halt, ist eine Frucht, ist Rohkost, ist nicht schleimbildend, dachte ich, ist halt ein bisschen erdend und kann man deswegen halt mal machen. Ich habe es dann aber halt dreimal die Woche gemacht, dass ich dann halt 1 bis 2 Avocados gegessen habe. Und dann jeden einzelnen dieser Tage wurde ich um einen Tag verlangsamt, sage ich mal. Und dann habe ich den nächsten Tag gebraucht, um sozusagen wieder das Fett sozusagen loszuwerden und diese ganzen Auswirkungen davon. Und dann hatte ich halt, weil ich halt 3 bis 4 Mal Avocados gegessen hatte, habe ich dann halt wieder Avocados gegessen. Und es ging immer so weiter und habe dann auch irgendwann gemerkt, ich brauche jetzt wieder, oder ich wache jetzt erst wieder später auf insgesamt. Im Trockenfasten war es dann halt so, dass ich die meiste Zeit über, also 2 von den 3 Wochen, auch als ich mit wenig Wasser oder wenig Flüssigkeit gefastet hatte, dass ich da nach 30 bis 90 Minuten sogar täglich aufgewacht bin und zwar fit. Und das ist jetzt halt durch das Essen und so weiter, ist das jetzt wieder nicht so, das sind jetzt dann wieder 4 Stunden. Und jetzt nach der Party habe ich jetzt heute sogar wieder 8 Stunden gepennt, weil ich halt die Oliven, Kokosnussfleisch und die Datteln gegessen habe. Ja. Aber wie gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Bananen. Das fühlt sich an wie einfach nur reine Ballaststoffe und reiner Zucker. Brauche ich nicht mehr. Beides nicht. Ballaststoffe können sinnvoll sein, Zucker kann sinnvoll sein. Brauche ich in den Ausmaßen aber nicht mehr und interessiert mich auch nicht mehr. Mir schmecken auch keine Äpfel mehr. Die Schale hat sogar ein bisschen Stärke. Bananen haben auch im vollreifen Zustand noch 1 bis 2% Stärke. Das ist schleimbildend. Äpfel mag ich am liebsten geschält, wenn, aber das fühlt sich auch als wie Junk an, außer ein Apfel von der Quinta aus Portugal. Der ist richtig, richtig aromatisch. Wenn ich jetzt noch Früchte esse, ist es wegen des Aromas. Für Erdung und so weiter brauche ich das generell nicht mehr. Außer in so einer Ausnahmesituation vielleicht. Und da ist das mir dann auch relativ egal, dass ich dann sowas mache. Und da habe ich keine Probleme mit, was ich dann halt wieder esse. Sollte halt nur nicht diese Fehlkombination sein. Wassermelone finde ich gerade ganz gut, wobei mir die auch eigentlich zu süß sind. Also die schmecken mittlerweile nach dem Fasten jetzt Bonbon süß. Ja, also am besten schmecken jetzt momentan wirklich eingeweichte Wildfeigen. Wildfeigen sind an sich schon
Ja, ist eine sehr ursprüngliche Frucht, die Wildsorte dann natürlich noch mehr und sind sehr, sehr alkalisch, also nicht zu süß. Und ja, die habe ich dann jetzt noch drin, eingeweichte Wildfeigen. Und ansonsten eigentlich nur Grapefruits als Saft. Also Grapefruits mag ich lieber als Orangen mittlerweile. Orangen schmecken für mich auch nur noch süß. Aber ich habe mir jetzt mal eine Kiste Mandarinen bestellt. Die sind noch ursprünglicher. Ist krass mit den Adern gerade. Ja, Grapefruits, Mandarinen, halt alles als Saft, Apfelsaft, Apfelgurkensaft, hat sonst noch Papaya vielleicht ausnahmsweise, Wassermelone weiterhin. Ja, der Hund. Reife Erdbeeren, wenn ich die bekomme, die sind ganz gut. Ja, und das, ja, Kiwi, genau. Kiwi von Quinta auch, also alles reif geerntet. Richtig schöne Qualität. Die Kiwis, die werde ich dann auch essen, nicht in Saften in erster Linie. Die haben richtig gute Qualität, aber Essen macht für mich jetzt momentan eigentlich gar keinen Sinn mehr. Außer halt, wenn die schön aromatisch sind, aber so fürs Körperliche, für die Physiologie sind die für mich jetzt, ist für mich das Essen jetzt eigentlich gar nicht mehr so sehr zuträglich. Muss ich sagen. Eventuell schon, aber ich müsste es nicht unbedingt. Ich könnte es auch ein halbes Jahr mal oder ein Jahr einfach nur Säfte trinken. Das wird halt auch gut gehen, ohne dass dem Körper das irgendwie schlecht tun würde. Deswegen mache ich es einfach so, wie ich will. Weil, also ich fühle mich halt besser, wenn ich halt Säfte trinke in erster Linie. Aber jetzt bin ich halt erstmal wegen dem einen Tag ausgerastet, sage ich mal, auf Essen. Und brauche dann eine Zeit lang, um mich wieder zu reinigen davon. Ja, kann ich sonst noch was erzählen? Ich mache das jetzt halt mal einen richtig langen Vlog, um mal so einiges zu erzählen, wie es auch, was es so für Neuerungen gibt. Also als Backup oder Ausnahme in erster Linie wird es dann sowas wie Tomaten geben. Obwohl ich halt gemerkt habe, dass die mir schon mittlerweile zu mineralreich sind, zu reichhaltig, also allgemein Gemüsefrüchte. Also wenn ich manchmal den Drang dazu habe, auf diese Erdung und auf dieses Aufbauende, dann wird das ab und zu geben. Als zweite Mahlzeit oder zur zweiten Mahlzeit. Auch gerne Zucchini-Nudeln, also geschälte Zucchini. Daraus dann Nudeln machen und dann einfach diese Tomaten pürieren als Soße und fertig ist das Ganze. Ja, oder vielleicht auch mal Paprika oder sowas. Und halt das frische oder gedörrtes junges Kokosfleisch und eingeweichte Wildfeigen. Das sind so halt die Ausnahmen, die ich jetzt noch haben werde. Womit ich momentan auch kein Problem habe. Also ob es mit dem Kokosfleisch ein Problem kommt, das werde ich halt noch austesten. Manche sagen halt, dass es die beerdigt. Also bei mir habe ich es bisher nicht festgestellt, nur bei Avocados und Oliven. Bei dem bisschen Fett, bei den 10 bis 15 Gramm von Kokosfleisch habe ich es bisher nicht festgestellt. Muss ich halt, probiere ich halt gerne noch aus. Ich würde es aber auch gerne weghaben, sage ich mal so. Um allgemein das Fett halt wegzuhaben. Also aus der Ernährung. Aber ich habe kein Problem mit, das halt jetzt noch zeitweise irgendwie zu machen. Und ganz wichtig ist halt, dass ich insgesamt mehr in der Natur bin, mehr Sonne bekomme. Also jetzt ist die Sonne aktiv. In der nächsten Zeit, die ganze Zeit war es halt nicht der Fall. Und mehr Luft, wieder mehr Bewegung. Mehr Glück und mehr Leidenschaft, weil das sind nur halt die Energien, die einen in erster Linie am Leben halten, besonders auch die Luft, die Stoffe aus der Luft, wodurch auch Proteine aufbauen zum Beispiel. Ja, ansonsten ist das alles, was ich so an physischer Nahrung dann zuführen werde. Grapefruits, Orangen, also das in erster Linie.
In zweiter Linie dann Wassermelone, entweder als Saft oder halt gegessen, wie ich halt Bock habe. Äpfel meistens entsaftet. Außer vielleicht mal die von Quinta. Also die hatten wirklich ein perfektes Aroma, die haben mir besser geschmeckt als so manche tropische Früchte. Richtig, richtig krass. Ich habe noch nie so einen guten Apfel gegessen. Aber es kann halt sein, dass die mich auch nicht mehr reizen, jetzt wenn ich die noch ein, zwei Mal bestellt habe. Und dass ich die dann zum Entsaften nutze. Also die sind nicht teuer als hier die Demeter-Äpfel. Deswegen hole ich die jetzt einfach da. Und dann werde ich vielleicht in Zukunft halt einen Saft draus machen. Und ja. Und wenn halt bald die Saison startet, werde ich wahrscheinlich halt trotzdem noch so Himbeeren und Heidelbeeren und auch Erdbeeren zu mir nehmen. Also ich hatte jetzt Bio-Erdbeeren, aber aus Spanien, die waren nicht vollreif, die waren essbar, aber die waren halt nicht wirklich richtig dunkel, kräftig rot und richtig saftig und schmackhaft. So wie das die Früchte von Quinta zum Beispiel sind, die reif geerntet sind. Das kann man bei ausländischen Erdbeeren halt auch nicht machen, weil die sonst halt zu schnell schlecht werden. Aber da probiere ich halt nochmal deutsche Erdbeeren, die nicht belastet sind, ob man die essen kann. Und wenn nicht, lasse ich das halt auch weg, weil ich brauche es halt nicht unbedingt. Dann hole ich mir meine Energien halt von woanders. Ich brauche das nicht unbedingt aus Obst. Weil es geht halt für mich auch darum, über diesen Weg mich zu befreien und mich von diesen Systemen auch zu befreien und nicht, dass ich halt denke, ich bin jetzt abhängig davon, weil ich muss mir jetzt halt Essen kaufen und sonst was, sonst krepiere ich und so weiter. Und das Ziel habe ich zum Glück schon erreicht, deswegen fühle ich mich auch absolut frei. Also als Ausnahme habe ich hier noch stehen Ananas. Da muss ich aber halt gucken, ob ich halt wirklich Reife finde. In Bio-Qualität Mango probiere ich jetzt noch einmal aus. Die Sorte Amelie von Edeka, aber auch von Orkus, die haben mir überhaupt nicht geschmeckt. Die Sorte Smaragd, eine Wildsorte von Orkus auch nicht. Und ich denke, dass mir Mango auch allgemein zu süß ist. Und Ananas eigentlich auch. Und Papaya ist mir leider zu teuer und beim Türken bestelle ich die ja immer und vor dem Fasten habe ich die halt richtig geliebt, auch die vom Türken so als richtig perfekte Frucht gefeiert. Jetzt nach dem Fasten schmeckt die mir auch einfach nur total wie so ein Bonbon einfach und nicht wirklich was drin. Habe jetzt also auch kein sonderliches Bedürfnis nach schwarze Trauben, finde ich, boah, könnte ich mich reinsetzen. Also wenn ich die kriege, die kostet momentan 8 € das Kilo. Ich werde mir aber trotzdem mal ein Kilo davon holen, falls ich dazu komme, damit 35 Kilometer fahren. Fahrrad. Dann werde ich mir die nochmal holen und probieren. Da wahrscheinlich in erster Linie auch entsaften. Ansonsten, ich habe eigentlich kein richtiges Bedürfnis, irgendwie irgendwas zu essen, außer halt in solchen Ausnahmesituationen wie gestern. Aber wie oft kommt es zu so einer krassen Feier, sage ich mal. Aber muss ich noch gucken, in sozialen Situationen, wie sehr ich damit klarkomme, auch, ja, dass andere auch einen halt fragen, dass man halt so dünn ist und nach der Ernährung fragen, ich dann halt sage, ja, ich esse nichts mehr und so weiter. Also mit den sozialen Situationen, da wird es noch spannend, ob ich das irgendwie meistere. Ja, aber früher oder später werde ich es halt sowieso schaffen, es hat nur eine Frage der Zeit. Und diese Sachen, wie gesagt, finde ich da in erster Linie wird es wahrscheinlich einfach Orangensaft oder noch besser Grapefruitsaft geben. Aber wahrscheinlich Orangensaft, weil es günstiger ist. Ja. Und dann höre ich auch mal auf mit diesem Video. Bis dann. Ich werde es wahrscheinlich irgendwie schneiden.